Der Ort, den wir dieses Mal suchen, liegt im Landkreis Aurich. Im Südwesten steht ein dreistöckiger Galerieholländer von 1886. Heute produziert hier eine Firma mit Wind- und Motorkraft. Am anderen Ende des gesuchten Dorfes steht eine moderne Kirche. Erst seit 1970 hat es seine eigene Kirchengemeinde. Zuerst wurde das Pfarrhaus mit angrenzendem Betsaal gebaut. Nach und nach kamen ein Glockenturm und das moderne Kirchengebäude hinzu. Aus dem Ort stammen mehrere bekannte Personen. Eine davon ist eine Lyrikerin, die in diesem Familiengrab beigesetzt wurde. Für die Kinder gibt es in der Ortsmitte einen Spielplatz. Direkt gegenüber ist die Feuerwehr. In dem gesuchten Dorf leben heute etwa 2000 Menschen. So, liebe Zuschauer, nun sind Sie wieder gefragt. Welchen Ort suchen wir dieses Mal?